Grüße, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von meiner Elf des Spieltags. Wir sind am Start mit dem letzten Mal dieses Jahr für die Bundesliga. Erst die zweite Episode, aber die erste hat euch richtig gut gefallen und deswegen wird diese Serie fortgesetzt. Und ja, ihr habt es geschafft, auch bei der EM und eventuell bei der Copa America, wobei es bei der EM deutlich wahrscheinlicher ist, da wird es zu jedem einzelnen Spieltag ja eine Elf des Tages geben und auch zu jeglichem Finale. Beziehungsweise, ja gut, ab dem Halbfinale. Ja doch, Halbfinale auch noch Finale, dann eher nicht so, vielleicht auch noch Finale, je nachdem. Und nächste Saison gibt es dann eine für die zweite Liga vielleicht und für die erste Liga und alles Mögliche. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Letzte Episode, wie gesagt, ist richtig gut angekommen. Ich hoffe, die heute tut es auch. IG Vault ist in der Videobeschreibung verlinkt für günstige Coins fürs Team of the Season oder fürs nächste Team of the Week, in dem einige Spieler, ja, die ich heute hier erwähnen werde, definitiv ihren Platz finden sollten. Und natürlich könnt ihr auch gerne Instagram oder Twitter auschecken. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, schreibt mir in die Kommentare eure Elf des Spieltags. Welche Spieler wollt ihr da reinhaben, beziehungsweise würdet ihr da reinwählen? Welche, die ich eventuell jetzt gewählt habe, eher nicht? Würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sagen, wir starten durch im Tor. Das Ganze wird heute ein bisschen schneller gehen als letztes Mal. Und zwar haben wir im Tor den Bremer Helden aus dem Weserstadion, Felix Wiedwald. Der hat eine richtig gute Partie gemacht. Seiner Werder, ja, im Endeffekt, ja, den Klassenerhalt gerettet und dementsprechend hat er eine Elf in der, beziehungsweise eine Nominierung für die Elf des Spieltags definitiv verdient. Man muss dazu sagen, es gab diesen Spieltag ja einige Keeper, die gute Partien gemacht haben, aber auch niemanden, der so wirklich extrem herausgestochen ist, zumindest in meinen Augen. Und dementsprechend habe ich mich dafür Wiedwald entschieden, einfach weil er so wichtig zu Null gespielt hat. Sippel hat auch noch zu Null gespielt, aber naja, ich habe mich für Wiedwald entschieden, weil es deutlich wichtiger war. Defensivreihe, bestehend aus 4 Spielern, natürlich mal wieder, und zwar aus Schäfer, Christensen, Gilo, Boggi und Mate. Mate mit seinem letzten Spiel, dort sein Wechsel zum FC Liverpool, nochmal eine richtig starke Partie für Schalke, beim 4:1 Auswärtssieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim, deswegen ist er in der Elf des Spieltags. Gilo, Boggi mit dem entscheidenden Tor, den Ball von Uja über die Linie gedrückt und kriegt dementsprechend auch einen Spot im Team des Tages, beziehungsweise in der Elf des Tages, was natürlich klar ist, denn er ist der Grund, warum Bremen die Klasse hält. Christensen zu Null gespielt mit der Borussia. Ich hätte mir auch Elvedi vorstellen können, habe ich auch für Christensen entschieden, weil der ja auch mit seinem Silberteam of the Season gezeigt hat, was für eine krasse Saison er gespielt hat und dementsprechend diese Nominierung noch ein letztes Mal verdient haben soll. Und Marcel Schäfer, ja, der Kollege hat natürlich auch eine gute Partie gemacht gegen den VfB Stuttgart, hat mitgeholfen, die Stuttgarter in die zweite Liga zu schießen und hat dem VfL nochmal einen persönlichen Saisonabschluss beschert und dementsprechend ist er als Linksverteidiger hier in der Elf des Tages. Kommen wir zum Mittelfeld und auch da sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und zwar haben wir da auf der linken Seite Mario Götze, dann in der Mitte Maximilian Arnold, Kevin Campbell und auf der rechten Seite Granit Xhaka. Götze eventuell in seinem letzten Spiel für den FC Bayern München mit 2 Toren gegen Hannover 96. Hat nochmal einen bewiesen, dass er wirklich ein guter Fußballer ist. Das wusste ich ja schon immer. Ist mein Lieblingsspieler bei den Bayern und dementsprechend war ich auch gar nicht sauer, dass er 2 Tore geschossen hat. Waren auch schöne Tore, kann man so machen, deswegen in der Elf des Spieltags. Arnold ebenfalls erfolgreich gegen, ja, den VfB Stuttgart, das 1:0 gemacht und dementsprechend ist auch er hier für mich dabei. Hat ein schönes Tor gemacht, auch wenn es natürlich jetzt im Endeffekt ein Tap-In war, aber war ein anspruchsvoller Tap-In und dementsprechend seine Nominierung auf jeden Fall gerechtfertigt. Campbell, ja, der ist der nächste Spieler, der mich absolut überzeugt hat, diese Saison genauso wie beispielsweise ein Christensen von Borussia Mönchengladbach, denn der Junge nach seiner Verletzung sowas von stark zurückgekommen und jetzt auch gegen Ingolstadt getroffen, 3:2 Sieg, also war sein Tor auch wichtig. Aranguiz hätte ich mir auch vorstellen können, habe ich auch für Campbell entschieden, weil der Story eigentlich genauso beeindruckend war wie Aranguiz, der sich einen Kreuzbandriss geholt hatte. Beide hätten es verdient, ich habe mich für Campbell entschieden, ist denke ich mal auch okay. Und Xhaka, ja, in seinem eventuell letzten Spiel für die Borussia, nochmal mit einer ganz, ganz starken Partie gegen Darmstadt 98 und dementsprechend auch hier mit der, ja, Nominierung für die Elf des Tages. Ob er eventuell zu Liverpool geht, ob er zu Arsenal geht, ob er irgendwo anders hingeht, wird sich rausstellen. Ich denke aber, Arsenal wäre auf jeden Fall eine gute Option für ihn. Es wäre schade, ihn aus der Bundesliga zu verlieren, er ist ein genialer Spieler, aber als Hannover-Fan ist es ja sowieso egal, weil wir nächste Saison zweite Liga spielen werden. Wie auch immer, wir kommen zum Angriff und da haben wir auch nochmal zwei, eigentlich gar nicht Stürmer, und zwar André Schürrle und Michael Gregoritsch vom Hamburger SV und von VfL Wolfsburg. Ja, beide ebenfalls mit 2 Toren, genauso wie Mario Götze. Gregoritsch beim 3:1 Auswärtserfolg der Hamburger in Augsburg und Schürrle beim 3:1 Heimerfolg der Wolfsburger gegen Stuttgart. Natürlich muss ich da, glaube ich, nichts weiter dazu sagen. Wenn man 2 Tore schießt, kommt man automatisch in die Elf des Tages. Natürlich gab es noch einen Hündeler oder Choupo-Moting, die getroffen haben, oder einen Sané oder einen, ich weiß nicht, Soberg, der getroffen hat, oder einen Finn Bogen,
Jogason oder ein Uja, der das Tor vorbereitet. Aber ich habe mich mit Gregoritsch und Schürrle entschieden. Die Tore waren im Endeffekt nicht mehr entscheidend, weil sie nicht mehr geändert haben. Aber trotzdem kann man es auf jeden Fall so machen. Und der Trainer des Spieltags ist mir schwer gefallen. Ich dachte, er ist Viktor Skripnik. Allerdings habe ich mich dann entschieden für Pep Guardiola. Denn er hat nochmal den letzten Sieg eingefahren mit 3:1 gegen Hannover 96. Hat seine vierte Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, seine dritte war es, ne? Die vierte auf jeden Fall für Bayern in Folge. Und ja, der Kollege hat einfach den bayerischen Fußball extrem verändert, auch wenn er teilweise stark kritisiert worden ist, was auch vollkommen zu Recht so war, hat er auf jeden Fall seinen Effekt gehabt und man wird ihn in München sehr schmerzlich vermissen. Mal sehen, wie er es bei City macht. Auf jeden Fall aufgrund seiner Erfolgsserie mit dem Bayern nochmal die Nominierung für die Elf des Tages als Trainer. Außerdem hat er gewonnen, die Meisterschale hochgereckt. Kann man auf jeden Fall, denke ich mal, so vertreten. Gut, das war's von der Elf des Spieltags für den 34. Spieltag. Das war's von der Bundesliga-Saison 2015-2016. Nächste Saison geht's dann weiter mit zweiter Liga und Bundesliga. Davor natürlich dann aber dementsprechend noch eventuell, ja okay, 11. Pokalfinals, müssen wir mal schauen, aber obwohl, vielleicht machen wir noch 11. Champions League Finals oder sowas. Naja, es sind ja immerhin zwei Teams, die spielen. Kann man auf jeden Fall was zu sagen. Ich werde sowieso Videos machen zu diesen beiden Spielen und dementsprechend kann man auch die 11. Tages noch einbauen, vielleicht in Vlog-Form, wie auch immer, werdet ihr dann sehen. Und sonst sehen wir uns mit dieser Serie spätestens bei der Europameisterschaft wieder. Gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung in Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.